Dominik ist von Abdullah AI und der wird uns, glaube ich, jetzt auch berichten, was er macht. Nämlich, warum frage ich ihn immer, bist du Swift oder bist du die künstliche Intelligenz? Weil was machst du eigentlich? Und vielleicht ist es ganz spannend, dass du vielleicht kannst du das kurz einmal erklären, was ihr bei Abdullah machst. Und wir arbeiten ja auch schon eng mit euch zusammen. Ja, hallo an die Runde, Patrick Kärntner, also wenn auch uns das Kärntnerische mitkommt, dann tut es mir leid. Ja, was machen wir? Also ich bin seit über 10 Jahren IT-Unternehmer, verschiedene Bereiche, haben sehr viel im Bereich Cybersecurity zuerst gemacht und dann auch sehr viel im Bereich Blockchain-Technologie, da dann auch das Regulierungsthema sehr stark dabei, ja. Da kann ich nur da sehr viel berichten, also Richtung Mika, Richtung Legal. Dann habe ich gemeinsam mit einem Partner, der bei der nächsten Panel sitzt, mit dem Attila Cehan dort, gesagt, okay, wir nehmen es noch einmal an und machen noch einmal Vollgas Startup. Super. Ja, wir sind ungebliebene Unternehmer, das stimmt. Und haben dann eben im Zuge eben, auch über die Runde im SPV, haben wir uns kennengelernt und haben dann eben diskutiert. Attila kommt aus dem Bereich Telekommunikation, über ein Technologie-Team mit dem Thema KI und haben überlegt, okay, es könnte doch ganz gut funktionieren, wenn man diese Bereiche miteinander verknüpft. Und ja, so war es dann auch. Vor circa einem Jahr haben wir dann die Arola AI gegründet und haben da ein sehr motiviertes, junges internationales Team. Also wir sind jetzt so 15 Leute, vor allem im Software-Development-Bereich und verbinden eben diese zwei Seiten, nämlich Telefonie und künstliche Intelligenz. Das bedeutet, wir bieten solche Geschichten an wie Bots, Inbound und Outbound, das heißt, du kannst die KI anrufen. Deswegen fragt die Elisabeth auch immer, bist du jetzt am Weg da oder nicht? Um verschiedene Use Cases abzubilden. Ja, das kann sein von, ich glaube, der Marco Fischer hat zum ersten Panel ganz kurz gesagt, das kann basic Termin ausmachen sein für Reifen umstecken. Ja. Es kann dann aber auch komplexere Sachen sein, wie zum Beispiel Meinungsforschung, Fragen zu Wahlen, Nationalratswahl und so weiter, gerade heißes Thema, vor ein paar Wochen EU-Wahl heißes Thema, kann aber eben auch sein, informationspolitischen Veranstaltungen oder eben zu politischen Wahlen, wie zum Beispiel die Wirtschaftskammerwahl, die im nächsten Jahr stattfindet. Und damit haben wir jetzt mal gestartet. Wir sind da, glaube ich, in Österreich und auch in Europa einer der wenigen, die diese Geschichte machen. Hat natürlich auch den Vorteil gehabt, dass in Atelier aus dieser Branche kommt. Das heißt, wir bieten von der Telefonie-Seite eben alles an, was man jetzt so kennt. Und wir haben halt diesen Artificial Intelligence-Bereich reingebracht. Das Team beschäftigt sich aber auch mit anderen KI-Anwendungen eigentlich schon seit Jahren. Aber das ist jetzt quasi das erste Produkt, was am Markt ist, was wir eben auch mit euch unter anderem sehr stark durchtesten und Feedback einholen und immer wieder versuchen, das einzuarbeiten. Man sieht dann eben, wo stößt man die Grenzen. Man sieht auch ganz klar dann den Unterschied zwischen Amerika und uns zum Beispiel, oder wenn es zum Thema Sprache geht, also Dinge auf Deutsch funktionieren immer ein bisschen schwieriger als Dinge auf Englisch, zum Beispiel, weil das werden wir sicher auch ein bisschen reden. Und ja, ich freue mich aufs heutige Panel und dann auch auf die Fragen. Ich darf gleich an die Jeanette geben bei Regulierung und darf man das überhaupt? Und du als Juristin, die sich mit dem Thema total beschäftigt. Jetzt werden Leute angerufen mit der künstlichen Intelligenz und das merken sie natürlich, noch ist es merkbar, dass nicht die Person selber, also nicht der Partner persönlich am Telefon ist, sondern eine künstliche Stimme. Darf ich das überhaupt machen, ist die Frage. Das ist die erste Frage. Darfst du mich überhaupt anrufen mit einer künstlichen Intelligenz? Kommt drauf an. Das ist die typische Juristenantwort. Kommt drauf an. Und darüber hinaus, wenn ich jetzt nicht mehr kommt drauf an, weil es wurde ja schon erwartet, dann sind sie daher enttäuscht. Aber zurück zu dem Thema künstliche Intelligenz, künstliche Stimmen, künstliche Avatare. Du hast gesagt, man unterscheidet es noch fast kaum mehr. Genau. Und das ist ein Riesenproblem für die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft. Warum? Weil die Deepfake-Betrugsversuche haben in den letzten Jahren 3000% zugenommen. Warum? Weil sie aus einem Bild oder aus einer Minute Sprachaufzeichnung de facto
einen künstlichen Avatar nachbilden können, den sie stimmlich nicht mehr unterscheiden können. Und auch die Videos werden immer besser, sodass es immer schwieriger wird zu erkennen, ist diese Person in einem Videocall eine echte Person oder ist das vielleicht eine künstliche Person? Um zurückzukommen auf das Bundeskern, darf man das? Ich würde sagen, alle vertrauenswürdigen Anbieter legen das offen, dass sie jetzt quasi mit einem Chatbot, Videobot, mit einem künstlichen Avatar oder mit einer künstlichen Hilfe telefonieren und geben ihnen auch die Möglichkeit, Call a Person, also dass sie auch mit einem echten Menschen sprechen können. Verpflichtend wird diese Offenlegung dann mit dem EU-AI-Act, der jetzt jeden Tag publiziert werden soll und dann in Schritten in Kraft tritt, nämlich genau hier, um diese Vermischung teilweise missbrauchen wollte, auch diese Technologie mit Absicht zur Irreführung oder Manipulation vorzubeugen. Das heißt, künftig wird sie tatsächlich eine harte Verpflichtung geben, offenzulegen, wenn man Mensch von Maschine nicht mehr unterscheiden kann. Das heißt, nicht jedes lustige Fenster am Ende einer Website, wo sie quasi ein Robo-Icon haben und wissen, dass sie jetzt mit einem Roboter chatten, aber schon Technologien, die weiter fortgeschritten sind, wo sie tatsächlich nicht mehr wissen, rede ich jetzt mit dem Mitarbeiter im Callcenter, ist das jetzt eine echte Person und Assistentin eben quasi Zoom-Call oder hat der CEO einfach seinen künstlichen Avatar geschickt für die Terminvereinbarung? Also das ist genau das Problem, was natürlich auch in der Politik extrem spannend wird, weil wie setze ich dann die künstliche Intelligenz ein, die kann ja auch immer negativ eingesetzt werden. Und wenn man dann, also ich glaube, es ist unserem Wiener Bürgermeister auch passiert, angerufen worden von einer künstlichen Videocall mit einem Politiker, der es nicht war. Das war die künstliche Intelligenz. Jetzt ist die Frage, wie kann man sich davor schützen oder wie geht die Politik damit um oder wie wird sie umgehen müssen oder ihr denkt ganz sicher schon darüber nach, wie man damit umgehen muss, weil es kommen, wir hatten gerade einen Wahlkampf, es kommen weitere Wahlkämpfe, also das wird immer größer werden, die Geschichte. Ja, wir haben jetzt erst mit der Cybercrime-Enquete vor kurzem im Wiener Rathaus dargelegt, wie wir in der Stadt Wien einen nächsten großen Wurf hier präsentieren. Wir sind die einzige Stadt im europäischen Raum, die mit der Cybercrime-Helpline, die ich vor 2 Jahren initiiert habe, eine analoge Anrufmöglichkeit haben. Das heißt, Einschaltung, wenn Sie das Gefühl haben, Opfer von Cyberkriminalität geworden zu sein, können Sie von der Stadt Wien analog anrufen, das war mir ganz besonders wichtig, und können sich hier erkundigen und werden hier durch einen Entscheidungsbaum durchgeführt, der gemeinsam mit NGOs und NPOs gemeinsam auf die Beine gestellt worden ist. Also da sind gleich mehrere Aspekte drinnen. Erstens, Kriminalität passiert, Kriminalität vervielfacht sich gerade im Online-Bereich, das ist unvorstellbar, Sie haben eine der Zahlen genannt. Zweitens, das ist unsere gesellschaftspolitische Verantwortung, wenn die Menschen Angst haben, werden sie uns im Kampfbereich mitgehen. Und das schließt sich zum vorherigen Panel an. Wenn die Menschen in unserer Gesellschaft Angst haben vor Digitalisierung, können wir in unseren unternehmerischen Rollen hier keinen Millimeter nach vorbringen. Das ist einer der Aspekte, warum mir das so wichtig ist. Das heißt, die Stadt Wien übernimmt hier eine Verantwortung, die Bürgerinnen und Bürger in dieser unsicheren Zeit zu begleiten. Mit der Cybercrime-Enquete haben wir dann einen weiteren Wurf geliefert, das ABCD gegen Cyberkriminalität, wo der Punkt 1 eigentlich der wichtigste ist, Awareness zu schaffen. Und ich bleibe jetzt bei diesem Punkt 1 einmal. Wir alle sind gefordert, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kolleginnen und Kollegen, hier auf die momentanen Herausforderungen tagtäglich in diesem zu konfrontieren und sich auch, wenn ich jetzt das Wort an die Unternehmerinnen und Unternehmer richten darf, dies gehört auch zur unternehmerischen Verantwortung heutzutage schon, genau mit diesem Phänomen umzugehen. Ich komme aus einer Unternehmerfirma, Familie, wir haben die letzten 8 Jahre ein Familienunternehmen aufgebaut. Im Stress im Alltag ist das für alle unfassbar mühsam, circa genauso wie die DSGVO, die heute schon angesprochen war. Und ich arbeite seit 20 Jahren im Kommunikationsbereich, die DSGVO ist für uns eine Katastrophe, aber ist ein gesellschaftspolitischer Hebel gewesen, ein Perspektivenwechsel. Noch besser und noch wichtiger ist, wenn wir uns jetzt hier auch den Schattenseiten zuwenden und sagen, okay, wir lassen die Leute nicht allein, weil damit haben wir eine Vertrauensebene geschaffen. Damit unternehmerische Modelle wie dieses dann letzten Endes auch gerne angenommen werden. Und dass das eine Verbesserung ist für den Kunden, der bei der Bank anruft, für die Kunden, die bei den Internetanbietern anruft, ich glaube, da sind wir uns einig. Das funktioniert aber nur dann, wenn in diese Technologien Vertrauen da ist und wenn die Leute sich sicher fühlen.
sicher fühlen. Wir haben mit Hilfe der KI eine Umfrage gemacht unter den 150.000 Selbstständigen oder 32.000 Selbstständigen, sind so 150.000, die in der Kammer sind, und haben gefragt, was sind die Themen, die euch beschäftigen. Und wir haben das ohne Umfrageinstitut gemacht, ein Meinungsforschungsinstitut gemacht, und wir haben das ohne Telefonzentrale gemacht, sondern wir haben die KI das machen lassen. Und wir hatten viele Themen, wo wir gewusst haben, das ist sicher ein Thema, also Fachkräftemangel und SVS und die Geschichte, das haben wir, da waren wir hundertprozentig sicher, dass das kommen wird, ist auch gekommen. Aber ein Punkt war Cybersecurity. Und das hat uns doch ein bisschen überrascht, dass diese Angst unter den Wiener Unternehmerinnen und Unternehmern so stark ist. Und da bin ich jetzt beim Walter Wehmer. Der Walter Wehmer ist auch Mitglied bei uns oder einer der Experten in der Expert Group Digitalisierung KI und hat ein Unternehmen, das sich auch mit Cybersecurity beschäftigt. Ja. Unter anderem, ich weiß, es ist viel mehr. Aber wie bereit bist du, kommen Unternehmen auch zu dir und sagen, Hilfe, wir haben Angst, wie kann ich mich schützen? Ich glaube, ich bin jetzt seit 32 Jahren selbstständig und der Erfahrungsschatz, den man sich aufbaut, sind eigentlich die unterschiedlichen Herausforderungen und die unterschiedlichen Projekte, die man realisiert und die man dann sozusagen an Kundinnen und Kunden grundsätzlich weitergeben kann. Und da ist Security natürlich ein wichtiger Part davon. Ich möchte aber noch ganz kurz, um ein bisschen einzuleiten, zu sagen, wir reden immer von künstliche Intelligenz und meinen oder viele meinen ChatGPT damit. Dass ich diesen Satz auch nochmal sage. Also die künstliche Intelligenz gibt es, so wie Sie in Ihrer Einleitung gesagt haben, 1946 gab es die ersten Prototypen. Jeder von Ihnen, und um Ihre Frage nochmal zu beantworten, nutzt künstliche Intelligenz bei jedem Navigationssystem, das wir seit 15 Jahren haben, ob sie TomTom und wie auch immer heißen, da ist künstliche Intelligenz drinnen und das ist für uns heute überhaupt kein Thema mehr, diese Werkzeuge grundsätzlich zu nutzen. Ja. Und jetzt auf das Thema Sicherheit zurückzukommen und wir lernen auch aus unserer Kindheit, weil das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt. Wir lernen durch Fehler. Ja, von klein an, man greift auf die heiße Herdplatte, ich habe mir einen verbrennt, also muss es vielleicht der Zeit zu nicht mehr. Ja. Ich bin noch zu einer Zeit aufgewachsen, wo ich keinen Helm tragen musste, weil ich das erste Mal aufs Fahrrad ging und keine Ohrenschützer und keine Knieschützer. Ja. Es hat wehgetan, aber ich bin an meine Grenzen gekommen und ich habe gelernt, was geht und wo die Physik sagt, es geht nicht mehr. Ja? Und das haben wir unseren Kindern heute genommen. Ja? Wir packen sie in Watte und setzen sie aufs Fahrrad und die wissen gar nicht, wie weit es tut. Und so ähnlich fühle ich mich ja, mit dem AI Act und ich habe letztes Jahr mit der Digitalisierungsstadt Tartuski nach ein paar Wochen, wo ChatGPT gekommen ist, eine Regulierungsbehörde ins Leben rufen wollte, habe ich meine Kritik und einen Unmut zum Ausdruck gebracht, weil wir haben es noch nicht einmal geschafft, diese Technologie zu Bürgerinnen und Bürgern zu bringen, geschweige denn zu unseren Kindern ins Bildungssystem zu bringen, ja, noch in die Arbeitnehmerinnen und zu den Arbeitnehmern und reden über Regulierung. Ja. Das ist, glaube ich, heute ein europäisches Kontakt natürlich. Vor allem ein österreichisches. Genau. Und DSGVO, danke für das Stichwort. Ja. DSGVO, wir wollten unsere Bürgerinnen und Bürger schützen, wir wollen die Rechte von denen schützen. Und kein Mensch liest sich die AGBs durch, wenn er durchscrollt an einer Webseite und sagt, okay. Also wir haben. Weil der Produkt entwickelt, der schon ungefähr im Klaren sein, okay, wird das funktionieren oder nicht. Und damit meine ich jetzt nicht, ob es technisch funktioniert, sondern damit meine ich, ob du da nicht dann auf den Deckel kriegst von irgendwem. Und da war später das Thema Mika, war das damals. Also die Regulierung von Kryptoassets. Mhm. Ja, da war das genau sehr ähnlich, wie es jetzt ist. Du hast dich hingesetzt mit einem Partner vielleicht oder mit einem Team, mit einer Idee und wolltest das umsetzen.
Und dann hast du aber wenigstens ein Paper gehabt, wo drin entstanden ist, so und so und so funktioniert es aber definitiv nicht. Und dann hast du eben die Möglichkeit gehabt, auch, und das war eine großartige Erfahrung damals mit der FMA, die uns da wirklich auch unterstützt haben. Also die haben dann wirklich 3-4 Leute im Team gehabt, die dann mit uns Geschäftsmodelle auf Papier aufgezeichnet haben. Also sowieso die, damals war so Tokenflow und wo kommt das Geld rein und wie schaut der Loop aus, an wen verkaufst du? Und der hat das wirklich auf Papier mit uns aufgezeichnet und hat dann gesagt, das geht nicht, das geht wahrscheinlich. Und deswegen, um den Loop da zu schließen, also ich finde, Regulierungen, ja, natürlich sind wir überreguliert. Ja. Was mein Problem bei Regulierung ist, ist eigentlich eher ein anderes. Ihr braucht halt das Gefühl, dass Regulierungen vor allem von Juristinnen und Juristen gemacht werden und dass man Ökonomen und auch Technikerinnen da viel stärker mit einbeziehen sollte, frühzeitig. Und ich finde, dass man in die anderen Länder und anderen Kontinente schauen muss. Ich bringe da immer ein paar Beispiele, auch in solchen Runden. Ich war das erste Mal in Japan 2003, da war ich 15. Da habe ich ein Kartenspielturnier gespielt damals. Und ich hatte Hunger um 1 in der Früh und ich habe nicht gewusst, was passiert. Und ich bin in einen Laden gegangen und mir wurde ein Huhn wurde mir zubereitet von einem Roboter. Von einem Roboter. Um 1 in der Früh, 2003. Das ist über 20 Jahre her. Die zweite Geschichte, die ich dann auch immer reinbringe, ist, man muss in die USA und man muss nach China schauen, auch was das Bildungsthema betrifft. Ich war vor ein paar Jahren in Shenzhen bei einer ziemlich bekannten Company. Eins der Hauptprodukte von denen ist WeChat. Ich glaube, die Company kennen die meisten. Also ich war im AI-Department von Tencent über einen Bekannten, der vorher Head of AI bei Zalando war. Ich glaube, Zalando sagt den meisten was. Der dann aber gesagt hat, der kann nicht bei Zalando bleiben, weil da mache ich kein AI. Das ist halt nicht challenging. Ja. Ich bin dann zurück nach China gegangen und ich war dann ein paar Wochen dort und habe mir das angeschaut, wie die das Thema angehen. Ja. Und jetzt kann man von China halten, was man will. Darüber will ich auch gar nicht raus. Aber sie schauen sich halt Probleme an und denken sich, okay, wie können wir dieses Problem lösen und Marktführer werden? Und da setzen sich Teams zusammen, bauen es und werden, und gibt es natürlich Infinite Funding, ja, das ist ein anderes Thema. Ja, und dann hat man halt eine App, die dann, oder eine Anwendung oder was auch immer, wo der Marktführer ist. Und ich denke auch, dass ich Europa neben den Regulierungen viel mehr auch anschauen sollte, die andere Seite, nämlich wie verpassen wir den Anschluss nicht. Ja? Und wie können wir auch aus Europa Sachen entwickeln, die Marktführerschaft erreichen können. Wir haben ein paar positive Beispiele, also Mistral auf der Large Language Model Seite, aber auch da, ja, 115 Millionen Pre-Seed-Finanzierung, jetzt bewertet mit 6 Milliarden, ja, ist natürlich ein französisches Unternehmen. Ja. Aber wenn man sich die Shareholder in der letzten Runde anschaut, dann bleibt von den französischen Unternehmen jetzt nicht mehr allzu viel. Natürlich sind da die üblichen Verdächtigen aus den USA, inklusive Microsoft, Nvidia und so weiter dabei. Also ich glaube, man muss Regulierungen, ja, finde ich super, vor allem als Unternehmer brauchst du eine gewisse Rechtssicherheit, ja, auch bei der Produktentwicklung, aber auch als von der europäischen Seite sich die andere Seite anzuschauen, was bedeutet das eigentlich für die, bin ich da noch kompetitiv als Europa, und damit meine ich jetzt nicht nächstes Jahr kompetitiv sein, sondern was passiert in den nächsten 5, 10, 15 Jahren. Ja. Also ich nehme jetzt mit, die Regulierung schützt dich als Unternehmer in Österreich oder in Europa ein bisschen davor und nimmt dir die Angst zu sagen, naja, ich könnte gleich verklagt werden, wenn irgendwas nicht. Nur ein Satz dazu, schützen zu einem gewissen Grad. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, das muss jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin klar sein. Ja, das bedeutet auch Arbeit. Und das ist nicht wenig Arbeit. Und gestern beim Meeting gerade eine Cybersecurity-Expertin getroffen, die gesagt hat, ja, unser Produkt ist top, aber du kannst jetzt in die großen Abteilungen ohne die 25 Seiten Compliance-Geschichten, die dir zugeschickt werden, nichts machen. Ja. Also es muss klar sein, dass wenn man dann wirklich den Regulierungen entsprechen möchte, ja, also jetzt mal nur von der Legal-Seite, dass es auch innerhalb des Unternehmens Arbeit bedeutet. Mhm. Und diese Arbeit kann dann natürlich nicht in andere Dinge reinfließen, wie Produktentwicklung, andere. Tja. Kann mich
kurz reflektieren. Gibst du kurz? Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir entwickeln ja Technologien, die unterschiedlich eingesetzt werden können. Das Beispiel, das du gesagt hast, mit der Wärmebildkamera für die Feuerwehren, hat Menschenleben quasi gerettet, kann aber auch sozusagen in einem Kriegsgebiet eingesetzt werden, mit der gleichen Technologie. Und ich glaube, wir müssen in einer Produktentwicklung, ja, und wenn wir über Use Cases, über Anwendungsfälle sprechen, müssen wir schauen, für den einen Anwendungsfall ist die Regulierung hemmend und für den anderen ist er positiv. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass wir, wenn wir über Regulierungen reden, immer in Verbindung mit dem anderen Anwendungsfall. Jetzt habe ich ganz viele Wortmeldungen. Jeanette, bitte. Danke vielmals. Ich möchte es ein bisschen zusammenbringen und vielleicht auch vor dem Blick meiner Arbeit in den letzten 5 Jahren eben zum Thema AIM, wo ich nämlich von der unternehmerischen Seite als Juristin natürlich mit dem Hut, aber auch von der unternehmerischen Seite mitwirken durfte. Wir haben nämlich mehr als 2000 KI-Unternehmen vertreten, born and raised in Europe, und versucht so die unternehmerische Innovationsperspektive in diesen Regulierungsansatz, also in den AI Act hineinzubringen. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Warum? Da möchte ich das gleich aufgreifen mit Use Case basiert. Der AI Act schaut sich nämlich bestimmte Use Cases an, der ist Use Case abhängig und es wurden in der Vorarbeit Use Cases identifiziert, wo man sagt, okay, wir sind mit einem höheren Risiko verbunden, wenn ich da KI einsetze. Zum Beispiel KI in der Personalauswahl. Das kann natürlich eine große Chance sein, weil ich optimiere Prozessabläufe, ich kann schneller antworten, hat aber natürlich dann auch Risiken, nämlich der Diskriminierung und des Bias. Und genauso hat man sich dem Thema genähert. Und ich finde es sehr gut, dass du als Unternehmer sagst, du begrüßt Regulierung zu einem gewissen Teil. Weil was haben wir gemacht, gemeinsam mit meinem Kollegen Clemens Masner, der hier vielleicht im Publikum ist, von AI Austria, das viele von Ihnen vielleicht kennen, aber auch vom European AI Forum europäisch. Unternehmen gefragt, was sind eure größten Probleme ohne AI Act aktuell im Umfeld? Rechtsunsicherheit, nämlich tatsächlich die Angst, ich mache ein KI-Produkt und ich bin vielleicht nicht compliant und es kommt die x Millionen Schadenersatzklage. Und das Problem, nicht skalieren zu können, du hast das schon angesprochen mit Compliance-Dokumenten, aktuell ist das Thema KI nicht harmonisiert. Das heißt, wenn du ein Produkt in Österreich entwickelst und du gehst nach Deutschland oder nach Ungarn oder nach Brüssel oder in einen anderen großen Markt, musst du von Null anfangen und anfangen zu schauen, okay, wie ist KI reguliert in Spanien, Frankreich, was muss ich hier machen, was muss ich zusätzlich machen. Das ist ein Aufwand, das dauert länger time to market, Kosten, ja. Und das sind Hindernisse, die der AI Act beseitigt, nämlich er harmonisiert also KI-Regulierung in der Europäischen Union. Das heißt, wenn man einmal compliant ist, hat man den riesigen KI-Binnenmarkt in Europa, um seine Produkte zu vertreiben. Und er gibt, wie du schon gesagt hast, Leitlinien und Rechtssicherheit, wo man zumindest weiß, wenn ich so mache, dann muss ich mich nicht so sehr fürchten. Das heißt, der AI Act bringt ja eigentlich Benefits. Wenn man sagt, wir regulieren KI zu Tode und wir haben deswegen keine Innovation, weil wir in KI überreguliert sind oder weil wir mit dem AI unsere ganze Innovation töten. Das sind doch Punkte auf diesem Panel und am vorigen Panel gekommen. Den AI Act gibt es aktuell nicht, der ist nicht in Kraft. Das heißt, der hat bis jetzt gar nichts gehemmt. Die Probleme sind eigentlich, dass wir als Europa diesen KI-Trend nicht erkannt haben, dass unsere Talente, und wir haben exzellente Talente in Österreich, in Wien mit einem großen Cluster, Linz-Tech-Hochreiter brauche ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen, dritter großer Cluster in Graz, die wandern alle ab, weil wir dieses Innovationsökosystem nicht geschaffen haben. Du hast angesprochen, Funding, aber auch Zugang zu Infrastruktur und Projekte dieser Größenordnung einfach mal überhaupt entwickeln zu können. Und aber auch vielleicht auch ein bisschen das Thema Ausbildung, nämlich in Unternehmen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen onzuboarden und ihnen die Angst vor dem Tool zu nehmen, die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust zum Beispiel zu nehmen und sagen, okay, das Tool hilft dir, du kannst effizienter mehr erreichen und so einfach einen positiven Spin zu schaffen in der Gesellschaft, in der Forschung, in der Wirtschaft, um einfach hier weiter voranzukommen. Und das sind Themen, die müssen flankierend passieren. Weil das können wir und werden wir über die Regulierung nicht schaffen. Die Regulierung schafft eine Basis, wo man sagt, okay, auf der Basis können wir Innovationen entwickeln. Für Innovationsentwicklung brauchen wir aber Funding, Innovationskultur,
Ausbildungsmöglichkeiten, Zugang zu Infrastruktur und einfach auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Boldness, weniger Angst vom Versagen und einfach zu sagen, ja, wir entwickeln das mal, wir probieren das mal, wenn es nicht funktioniert, stehen wir auf und machen das Nächste. Und ich glaube, da müssen wir als Europa ein bisschen mehr dran arbeiten und dann bin ich der Meinung, dass wir großartige Innovationen auch im KI-Bereich hervorbringen können. Weil mein zweiter Punkt, den ich hier noch ein bisschen anbringen möchte, ich möchte ein bisschen Angst vor dem AI-Act nehmen. 468 Seiten, 13 Kapitel, 8 Anhänge, grauslich. Niemand liest das gerne, außer ich, weil es meine Passion ist. Aber im Wesentlichen gibt der AI-Act Prinzipien für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz vor, die nicht alles betreffen, also Use-Case-abhängig, und die schon Sachen sind, die jede vertrauenswürdige Programmierer und Entwickler jetzt schon macht. Nämlich Risikomanagement für hochsensible Anwendungen, Qualitätsmanagement, Datengovernance, dass ich nicht das Internet und bei Enron E-Mails zusammenwerfe und daraus was entwickle, sondern schon schaue, darf ich das denn überhaupt? Cybersicherheit haben wir angesprochen, ist ein riesiges Problem und wichtiger Punkt, dass das Ding einigermaßen technisch robust ist und überhaupt funktioniert und dass ich das menschlich kontrollieren kann, dort wo es sensibel ist. Und ich glaube, wenn man das auf diese Punkte runterbricht, braucht man als jemand, der sich jetzt schon mit KI-Produktentwicklung auseinandersetzt und das Ganze auf einer einigermaßen soliden Basis macht, auch nicht so sehr vor dem Thema fürchten. Man muss einfach die Furcht überwinden und einen ersten Step dazu machen. Ich glaube, dann werden viele Unternehmen draufkommen, dass sie der AI-Act entweder gar nicht betrifft, weil die Schätzung ist, dass zwischen 10% und 30% der Use Cases überhaupt nur in diesem hochregulierten Bereich sind. Und dass, wenn sie dort drinnen sind, dass sie eh schon eine gute Basis haben und dass es gar nicht so viel ein Add-on ist, um dort diese Compliance nachzuziehen. Und weil du die USA angesprochen hast, also ich glaube, wenn wir es in Europa schaffen, schaffen wir es überall. Und es ist ein Mythos, dass in den USA nicht reguliert wird. Letztes Jahr gab es mehr als 900 Gesetzesvorlagen in den USA zur Regulierung von KI. Also das KI zum Beispiel in den USA unreguliert ist und bleiben wird, ist ein Mythos, weil sie haben jetzt schon auf der Bundesstaatsebene Regulierung in bestimmten Bereichen, zum Beispiel KI-Einsatz am Arbeitsplatz, Algorithmic Working Act, zum Beispiel im Bundesstaat von New York. Das heißt, das ist ein kompletter Irrglaube, dass dort nichts reguliert ist. Schauen wir nach China, auch die haben KI-Regulierung seit 2013 ist ungefähr und haben letztes Jahr mit 3 neuen Akten zur KI-Regulierung nachgelegt. Das heißt, auch dort haben sie Regeln und können nicht frei und frei Lust und Laune irgendwelche Applications in den Markt schicken. Ja, du hast es schon. Perfekt, aber du hast mir gerade ganz, ganz viele Punkte vorweggenommen bzw. die Schnellauflage geliefert, danke dafür. Und diese Regelwerke sind halt immer anhand des jeweiligen Menschenbildes. Und da bin ich stolz und froh, dass wir in Europa ein humanistisches Weltbild und Menschenbild haben und dass sich unsere Regelwerke und auch der EU-AI-Act daran orientiert. Und das ist vielleicht der Unterschied. Ich möchte nur noch aus Seiten der Politik, als überzeugter Humanist und Demokrat, allgemein zur Regulierungsdebatte etwas sagen, was mir jetzt in den letzten paar Jahren auch bewusst geworden ist. Natürlich haben wir den Freiheitsbegriff als einen sehr ambivalenten. Also ich möchte die Freiheit haben zu tun, was ich möchte. Punkt. Das bin halt ich. Die Alternative ist, wir haben als Gesellschaft die Freiheit, uns gemeinsam einen Rahmen und ein Spielfeld zu geben, um das Fußballthema nochmal aufzugreifen. Also Fußball hat ja vor einer gewissen Zeit begonnen, sehr unreguliert in den Dörfern in Großbritannien. Und heute hast du ein ganz klar strukturiertes Fußballfeld. Und nein, ich bin auch nicht happy mit der Videokamera. Also hier gibt es natürlich Bereiche, die mir dann auch überreguliert sind, aber über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte hat sich eine Gesellschaft hier einen Rahmen gegeben, wie heute eine EM auszuschauen. Genauso müssen wir es in allen Bereichen sehen. Und du hast etwas sehr Schönes angeführt, dass du nämlich selbst involviert wirst und du hast da, glaube ich, 200 oder 2000 Unternehmen hier mit vertreten. Und das zeigt dir, dass hier ein Interesse besteht, diese demokratische Entwicklung zu gestalten. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das zweite, danke für die Spitzen, weil Sie haben wirklich die Diskussion angefacht. Der große Vorteil ist, bis vor 10 Jahren waren die meisten Todesopfer im Sommer Fahrradfahrer ohne Helm. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Und genau darum geht es, diese Spitzen abzufedern. Zu schauen, dieses Drastische, das Radikale am Ende unseres Spielfeldes möglichst zu verunmöglichen. Formel 1 Regulierung hat sehr viel Spannung rausgenommen, gleichzeitig haben wir jetzt eine höhere Überlebenschance. Und das dritte, und davon bin ich zutiefst überzeugt, und das ist auf
auf diesem Panel schon mehrfach jetzt gefallen. Es geht, glaube ich, um ganz andere Faktoren, die wir jetzt in der KI-Entwicklung brauchen. Und ich mache es jetzt ganz simpel, das ist Geld und das ist Unterstützung. Ich glaube, das sind die zwei allerwichtigsten, also Mindset, Geld und Unterstützung, vielleicht diese drei Dinge, damit wir uns hier als europäischer Markt und auch als österreichischer Markt bewegen können. Danke sehr. Ich schaue wieder ins Publikum, weil wir wieder die Möglichkeit haben, Publikumsfragen. Philipp Birkner habe ich gesehen. Claudia, ja. Jetzt bräuchte man einen Mikrofon, bitte. Danke. Der Philipp. Ja, vielen Dank. Liebe Janett, vielen Dank. Das hat mir wirklich aus dem Herzen gesprochen, was du gesagt hast. Ich hätte zwei Anschlussfragen dazu. Die eine Anschlussfrage ist, es kursiert so die Urban Legend, dass der AI Act einfach auch von den Großen geschrieben worden ist, weil die de facto eigentlich schon ready sind und damit eigentlich auch ein Werkzeug bekommen haben, Innovation aus Europa abzuwürgen in dem Sinn. Also vielleicht kannst du was auf diese Urban Legend oder bestätigen oder verneinen. Und dann noch eine Folgefrage ans Panel. Wir haben das auch in der Expertengruppe diskutiert, eben dass eigentlich von manchen Wissenschaftlern die Ansicht vertreten wird, dass der nicht vorhandene Kapitalmarkt eigentlich das Hindernis ist in Europa und ob es da eben einfach auch eigene Beobachtungen oder Empfehlungen gibt, wie damit umzugehen ist mit der Einschätzung und auf diese Herausforderung. Ja, danke. Willst du gleich noch antworten? Ich kann gleich darauf antworten, ich kann eins bestätigen und eins verneinen. Die Frage ist welches. Ich fange zuerst beim Kapitalmarkt an, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, und zwar mit dem Positiven, weil wir haben hier in Österreich sehr gute Anschubfinanzierung. ABS, FFG, SFG, alle quasi diese Möglichkeiten, die Unternehmensgründungen erleichtern. Da, wo wir ein Problem haben, und zwar gesamteuropäisches, ist es in der Anschlussfinanzierung. Nämlich dann, wenn es um die Skalierung geht, dann, wenn es um größere Runden geht, fehlt uns einfach dieses Public-Private Partnership, weil dann natürlich der Anschluss aus der öffentlichen Seite auch teilweise wegen den Beträgen, du hast die Bewertungen genannt, nicht möglich ist. Da bräuchte es dann mehr privates Kapital. Wir haben eine sehr, sehr gute Venture Capital und Angel Szene, aber da geht sehr, sehr viel mehr noch und das muss wachsen. Woran liegt es, dass das noch nicht so weit ist? Das Ökosystem ist noch nicht so weit gediegen wie in den USA. Und es braucht hier natürlich auch Anreize, Kapital und Regulierung, hier ist Regulierung nicht beliebt, aber Regulierung im Sinne von mehr Freiräume schaffen, mehr Incentives schaffen für privates Investment in diese Projekte und so auch als wirtschaftlichen Steuerungsfaktor, um hier mehr Unternehmensskalierung in Europa zu ermöglichen, weil das wurde auch schon angesprochen, die Unternehmen haben gute Produkte, gute Ideen, werden hier gegründet, nur mangels einfach der Möglichkeit des Kapitalanschlusses geht man dann in die USA zum Fundraising und wird dann von einem französischen Startup zu einem Unternehmen, dessen Gesellschafterstruktur ja, vielfach sehr stark amerikanisch, UK zum Beispiel, geprägt ist. Zum zweiten Thema haben die Big Techs den AI Act geschrieben, um Innovation in Europa zu tun. Nein. Natürlich ist das ein Prozess, wo alle Stakeholder dabei vertreten sind und natürlich sind die Big Techs wichtige Stakeholder in diesem Markt und haben da natürlich auch sich eingebracht zu dem Thema. Warum sehe ich das aber gar nicht so negativ? Weil das die Unternehmen sind, die diese Technologien vom Grund gebracht haben und entwickelt haben. Wenn wir schauen, Mistral war damals noch klein, als es mit dem AI angefangen hat, sich aber auch sehr stark eingebracht. Aleph Alpha, ein deutsches Startup, hat sich sehr stark in diese Diskussion eingebracht. Aber natürlich, wir reden alle von ChatGPT, unser neues Lieblingstool, das kommt von OpenAI, de facto eine American Company, genauso wie Google, Microsoft und so weiter, benutzen diese Produkte täglich, weil das die First Movers waren. Und ich finde, es war wichtig von ihnen auch zu lernen und zu hören, weil die waren so weit, die hatten die technische Expertise, die hatten die Applikationen und die konnten da auch wertvolles Wissen teilen. Natürlich haben sie das nicht geteilt, for the greater good und aus reinem Herzen. Aber es war ein sehr wichtiger Wissensaustausch und wir wissen alle, wie EU-Regulierung, EU-Akte zustande kommen. Im Wesentlichen 27 Mitgliedstaaten müssen sich dann auf einen politischen Kompromiss einigen und so sieht der AI-Act auch aus. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil er wird nämlich von allen mitgetragen. Und das wird uns auch helfen, weil niemand kann es ablehnen, weil alle waren am Tisch, auch die europäische Unternehmensseite war am Tisch, auch bestimmte Industrien.
Und daher gilt es jetzt einfach, dieses Regelwerk, das wir uns als Markt gegeben haben, umzusetzen, um einfach so Innovation voranzutreiben, weil ich glaube, es wurde auch schon gesagt, Regulierung schafft auch Innovation. Worst case ist quasi Berater, Compliance und so weiter haben mehr zu tun. Aber ich glaube, der AI kann sehr viel vertrauenswürdige künstliche Intelligenz-Innovationen schaffen, wenn wir uns einfach die deutsche Autoindustrie zum Beispiel anschauen. Abgasregulierung wurde immer strenger und strikter, die Regulierung, wie Autos gebaut werden, Sicherheitsregulative immer strikter und strikter. Die deutschen Autobauer sind deswegen so führend gewesen, weil die Regulierung sie dazu getrieben hat, in Forschung und Entwicklung zu investieren und hier zu schauen, wie kann ich es am besten umsetzen und das beste Produkt bauen. Bei den amerikanischen Autobauern wissen wir, die sind ja nicht mehr führend. Das heißt, auch zu wenig Regulierung kann hier ein Hemmnis sein, weil man einfach Innovation und Investment in Forschung und Entwicklung nicht so weit treibt. Und ich glaube, der AI Act kann hier durchaus ein Katalysator für Innovation sein, die wir mit unseren gesellschaftlich aufgeladenen Werten auch haben wollen. Ich meine, muss man gerade hier sagen, in Wien, in der Wiege des digitalen Humanismus, ist das Ganze auch für den Benefit von Wirtschaft und Gesellschaft und allen Bürgern und Bürgerinnen. Und im Idealfall denkt man auf den Umweltaspekt mit. Danke. Noch eine Frage? Ich glaube, ja. Ich habe wieder zu lange geredet. Frage an Juristen und der redet schon und gibt keine Antwort. Bitte, ich will keine Frage. Und zwar, die Frage stelle ich mir jedes Mal, wenn ich mit irgendjemandem rede, der sagt, okay, wir bieten ein neues KI-basiertes Tool an und so. Und ich stelle mir halt die Frage als Unternehmen, von wo weiß ich, dass ein Tool compliant ist, dass ich mich als Unternehmer, wenn ich jetzt sage, okay, ich will innovativ sein, ich will neue Tools einsetzen, dass ich auch gegenüber meinen Kunden und so trotzdem sicher bin, dass ich das anwenden kann. Und das schwebt mir die ganze Zeit in den Kopf, weil man hört immer sehr coole Sachen und man denkt sich, okay, das kann man anwenden, das kann man effizienter gestalten, aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, wie kann ich sicher sein, dass ich da jetzt keinen Fehler mache? Nur weil ich versuche, innovativ zu sein. Gibt es ein Gütesiegel sozusagen? Noch nicht. Noch nicht, aber ich würde einfach sagen, fragen Sie doch einfach mal, ob sich das Unternehmen auseinandergesetzt hat mit dem AI-Act. Fragen Sie, ob das Ganze datenschutz-compliant ist. Fragen Sie, wie das mit den Urheberrechten ist. Fragen Sie, was mit der Haftung ist. Und dann werden Sie relativ schnell sehen, ob das Unternehmen halt Antworten hat. Oder ob es dann einfach mal 4-5 Wochen länger dauert, bis man dann irgendwas zurückbekommt, das nicht convincing ist. Aktuell gibt es keine Gütesiegel. Es wird an Standards gearbeitet und natürlich an Zertifizierungen. Aber das kommt alles erst parallel zur Regulierung und ist natürlich auch eine Sache, die es, glaube ich, den Markt einfacher machen wird, weil in den letzten Jahren sind ja alle mit dem KI-Siegel durch die Gegend gelaufen, weil es einfach ein Marketing-Ding war. Das wird sich durch den AI-Act ändern, weil nicht jeder, derjenige, der KI draufschreibt, wo nicht KI drinnen ist, wird dann irgendwann ein Compliance-Problem bekommen. Aber bitte. Ich wollte da anschließen, also im Moment ist es auch unsere Aufgabe als Unternehmer und Unternehmerin, sich diese Dinge genau anzuschauen. Also was den AI betrifft, was da auf uns zukommt und was auf unser Geschäftsmodell treffen wird. Das heißt, wenn ein Unternehmen anfragt, dann sollten wir in der Lage zu sein, dass wir sagen, okay, da steht im AI, wir machen das so und so und so, wir setzen das so und so um. In unserem Beispiel zum Beispiel, wo man sagt, okay, wir sagen im ersten Satz im Telefongespräch, dass man mit einer künstlichen Intelligenz telefoniert. Das ist jetzt ein Beispiel dafür. Ja. Geht natürlich in andere Branchen auch weiter, bis dahin, wo man sagt, okay, wo hat man die Daten her oder wie setzt sich, aus welchen Quellen setzt sich dies und das zusammen. Also ich glaube, da muss man als Unternehmer, Unternehmerin da sehr stark jetzt nehmen wir es mal, Vorleistung gehen, weil sonst wird es dann irgendwann einmal sehr, sehr schwierig, denke ich, weil dann kommt dann vielleicht der Regulierungshammer und das Modell funktioniert nicht. Also ich kann jetzt nur für unser Unternehmen reden, dass wir uns diese Dinge einfach schon über eine längere Zeit, und da bin ich ja sehr froh, dass wir in dieser Expertinnengruppe beim SWV sind, ja, wo wir uns mit Expertinnen austauschen können, auch zum AI-Act und dann schauen, okay, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf das, was wir machen. Und ich denke, dass sehr viel Bewusstseinsbildung auch auf der unternehmerischen Seite im Moment sehr gefragt ist. Und dann wird es natürlich eben die Sandbox-Verfahren, Siegel, Zertifizierungen und so weiter, wie es ja auch in anderen Technologien, diese
diese bereits gibt. Das wird, denke ich, nicht mehr so lange dauern. Claudia, deine Frage ist, dann habe ich hier vorne noch eine Frage von Marco. Eine Frage oder eher eine Feststellung. Regulierung ist dafür da und der deutsche Autoindustrie ist ein sehr gutes Beispiel. Die haben nämlich die Veränderung nicht angenommen und haben investiert in Systeme, um die Regulierung zu umgehen. Zeigt er diesen Skandal? Das ist ein typisches Beispiel. Also hier hat man eigentlich der Industrie geschadet, der europäischen Industrie geschadet, weil man nicht sich entwickelt hat. Also jetzt wollen sie von Zug aufspringen, der, ich sage dann immer, von Wien schon weit über Prag hinweg gefahren ist. Ja. Also das ist, deswegen sieht man auch, wie schwer sie hinterher sind und wie schwer sie hinternachhinken. Deswegen auch nochmal, muss man ganz klar sagen, springen wir gemeinsam auf diesen Zug auf, entwickeln wir das Produkt mit und seien wir Teil dieser Veränderung. Und ich glaube, das wird ganz wichtig sein. Aber wirklich, die deutsche Autoindustrie ist da leider auch nicht mit gutem Beispiel vorangegangen, weil sie versucht haben, eben diese Regulierung zu umgehen, anstatt sich selbst zu entwickeln und das Produkt zu entwickeln. Ja, dann nehme ich noch das Mikro weg. Mir ist jetzt noch was anderes wieder in den Sinn gekommen, eigentlich aus der Organisationsentwicklung heraus, diese Spannungswert zwischen Veränderung und Krise. Das ist ja total ein witziges. Wir sind in der Veränderung und Veränderung löst immer wieder Krisen aus. Krisen sind aber der Grund für auch positive Veränderung. Und genau in diesem Dilemma befinden wir uns, ja, wo wir, wenn wir jetzt das Tetralemma weiter philosophieren würden, einfach nur die zusätzliche Perspektive uns hernehmen müssen. Ich habe jetzt noch ein bisschen darüber nachgedacht, was bedeutet das aber auch für die MitarbeiterInnenstruktur in Unternehmen. Es ergeben sich ja komplett neue Handlungsfelder. Ich habe die letzten Jahre auch an einem Projekt auf der FH Campus Wien mitgearbeitet, Masterlehrgang Führung, Politik und Management, wo wir uns auch beispielsweise mit der Entwicklung von Digital Officers auseinandergesetzt haben. Oder vorgelagert zumindest der Digitalisierungsbeauftragte. Man kann ja auch im KMU-Bereich sehr niederschwellig beginnen, dass sich eine Person, bei uns im Familienunternehmen war es da nicht, eine Person einfach mit diesen Fragestellungen auseinandersetzt, hier neue Wege eröffnet. Es ist in der momentanen krisengebeutelten Welt, glaube ich, nicht immer möglich, dass der die Geschäftsführerin das an sich reißt. Umgekehrt muss aber der die Geschäftsführerin dahinter stehen, klarerweise, sonst brauchen wir nicht über Veränderung reden. Das heißt, mein Plädoyer hier ist, dass man sich einfach bewusst ansieht, welche Kolleginnen und Kollegen in einer Unternehmensstruktur hier das richtige Mindset haben, schon gewisse Vorerfahrungen haben und sich gerne hier weiterentwickeln, die sich vielleicht mit dem einen oder anderen juristischen Text nicht so schwer tun oder sich halt wirklich selber fordern und weiterentwickeln wollen. Das wollte ich einfach noch zu der Diskussion beitragen. Marta? Sonst hätte ich eine Frage, weil du bist ja sehr viel mit Unternehmen oder du beratest Unternehmen, bietest unterschiedliche Angebote an. Wie stark ist hier das Thema? Haben Sie Angst davor, das überhaupt anzugehen? Oder im Prozess kommen Sie drauf, dass ist das eine oder andere noch gar nicht juristisch klar, ob man das überhaupt darf? Ziehen Sie sich dann zurück und sagen, na, dann lasse ich komplett die Finger davon? Oder wie geht ihr damit um? In der vorigen Diskussion ist es ja auch schon ganz kurz angerissen worden, so nach dem Motto, ja, wir müssen irgendwas mit KI machen. Je noch größer die Organisation ist, wird dann sozusagen beispielhaft ein Projekt, Pilotprojekt aufgesetzt. Oftmals ist es so, und das hat mir auch sehr gut gefallen, weiß man nicht mehr, wer es gesagt hat, es ist nicht das Vorstandsthema, ja, sondern es ist sozusagen der Mittelstand. Ja, und den Vorständen fehlen oftmals die Sparing-Partner, ja, damit sie sozusagen mit einer Gruppe diskutieren können, was ist eigentlich in meiner Branche mit KI möglich. Ja. Und da müssen die IT-Organisationen eigentlich dazu lernen, die müssen nämlich die Berater werden im eigenen Unternehmen, und nicht ein Dienstleister, der die SAP-Systeme betreibt. Mhm. Ja. In Deutschland gibt es so eine Beratergruppe, die Wirtschaft und Politik zur Verfügung steht, um sozusagen diese Themen auch auf einer Vorstandsgeschäftsführer oder politischen Ebene weitertragen. Woher kommt das Know-how? Und dann, das ist ja das,
dass sozusagen Fachexperten immer eigentlich mitarbeiten sollten und nicht nur sozusagen alles nur aus der juristischen Brille gesehen wird, weil wenn wir auch hier zusammenarbeiten und wenn wir ein Mindset generieren des Schaffenwollens und des Vorwärtskommenwollens und nicht als Verhinderungswerkzeug die Sachen sehen, dann sind wir grundsätzlich am richtigen Weg. Und auf die Frage nochmal einzugehen, es ist natürlich eine riesen Diskrepanz zwischen KMUs, Einzelunternehmen versus großen Unternehmen, weil es ist ein Fachabteilungsthema, künstliche Intelligenz aus meiner Perspektive, weil ich immer in Use Cases denke. Ich habe eine Problemstellung und ich suche nach einer Lösung. Ja? Und Lösungen zu finden, das passiert meistens in der Fachabteilung selbst, wo das Problem entsteht. Und dort muss ich das Know-how einbringen und dort muss ich das Mindset schaffen. Schauen wir uns doch einmal an, welche Werkzeuge gibt es, ja, um sozusagen ein Problem anzugehen. Ja? Die IT-Abteilung, ja, die sagt es mir, was ich machen soll und ich betreibe das dann oder ich entwickle das dann. Aber die Arbeit davor, die ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und ja, wenn ich jetzt noch auf den öffentlichen Bereich rüberspringe, finde ich sehr schade, weil wir haben Top-Experten bei uns in Österreich, wir haben Startups in Österreich, die werden aber aus der öffentlichen Hand nicht genützt. Ja, weil ich mache eine Ausschreibung, dass ich 25 Projektleiter brauche und 50 Softwareentwickler, ja, und somit killen wir quasi bei uns eine komplette Branche. Mhm. Ja, nämlich die, die sagen, okay, sie haben eine Anschubfinanzierung oder eine Startup-Finanzierung über FFG und sonst gefördert, da sind wir gut. Ja, und dann, wenn es darum geht, ein Projekt zu realisieren, ja, dann killen wir es. Und da müssen wir im Vergaberecht, ich versuche das oftmals anzusprechen, aber da muss die öffentliche Hand einfach mal drüber gehen und mit kleineren Unternehmen was zu versuchen. Und ja, man kann auch scheitern. Das ist ja nicht schlecht. Auch die Kultur des Scheiterns gibt es in Österreich nicht. Das kann man sagen. Die gibt es in Amerika, da musst du mindestens 2-3 Mal gescheitert sein, damit du überhaupt ernst genommen wirst. Als Unternehmer und Unternehmerin in Österreich, aber auch in Europa an sich, ist das etwas ganz Schlimmes und Negatives. Da wird mit dem Finger auf den Unternehmer oder die Unternehmerin gezeigt, die es gescheitert haben. Ja. Es ist traurig, weil es braucht auch das Scheitern, um weiterzukommen. Ja, erstens einmal danke für den letzten Gedankengang, einen, der mir auch immer wieder in den letzten Jahren in verschiedensten Gesprächen mit Startups gekommen ist. Und ja, da sind wir als Österreich einfach noch nicht so weit. Ich lasse das jetzt auch. Danke, dass du das so aufgeworfen hast. Ich möchte auf den folgenden Punkt ganz kurz kommen, weil wir das an der FH in den Jahren gesehen haben. Wir haben Führungskräfte aus zwar dem öffentlichen Bereich, aber auch aus dem privatwirtschaftlichen Bereich dabei begleitet, Digitalisierungsprojekte umzusetzen. Öffentlicher Bereich, primär Magistratsabteilungen und Ministerien und diverse KMUs bis größere Firmen bis große Banken waren hier Absolventen bei uns. Und wir sehen ja das, was du angesprochen hast, der Need, der Case, das ist immer das eine, das ist immer eine Herausforderung für ein Unternehmen, aber auch für Einheiten wie Magistratsabteilungen oder Ministerien. Das zweite, was hier jetzt extrem auffällig wird in diesem Change, in dem wir uns momentan befinden, dass das Verständnis dann der Implementierung im Digitalisierungsbereich, geschweige denn im KI-Bereich, eine noch viel schwierigere ist. Weil da haben wir einfach, die Claudia Nick, danke dir, da haben wir ganz viele Verständnisfragen auf einmal. Wir haben einen Generationenkonflikt, wir haben einen Verständniskonflikt, wir haben einen Sprachkonflikt, wir haben alle Konflikte in den Strukturen, die wir uns vorstellen können. Und auch wenn der Use Case genial ist, der Prozess perfekt ist, die Implementierung ist meiner Ansicht nach 100-mal schwieriger. Und das sind zum einen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Thema, aber zum anderen auch dann die nächste Führungsriege und die Geschäftsführungsebene. Und dieser Satz, na wofür braucht man das? Den Satz habe ich zigmal gehört von verzweifelten Studierenden.
Ihr Projekt war genial, aber Sie sind letzten Endes genau daran gescheitert. Ja, das wollte ich einfach noch anführen, weil da ist das vorhin angesprochene Mindset ein ganz ein wichtiger Punkt. Da muss auch einfach die Struktur neu gedacht werden. Und es gibt die Leute, die etwas entscheiden können, und es kann nicht mehr alles zentral oben entschieden werden, gerade wenn wir über solche Projekte reden. Den Mut zu entscheiden. Ich schaue mal ins Publikum, ob es eine Frage gibt. Ja, ich habe nur noch kurz. Das Thema ist ja Europa zwischen Regulierung und Innovation. Ja. Ich weiß zum Beispiel, Sepp Hochreiter mit seinem neuen Modell wird halt überreguliert oder dergleichen, aber finden Sie nicht auch, dass die Regulierung eine Chance für neue Unternehmensfelder sind? Weil wir haben dann zum Beispiel die Anwälte, die sich hier darauf spezialisieren, die Beratungsunternehmen und dergleichen. Und das bietet ja auch wiederum eine Möglichkeit, die Stakeholder an Bord zu holen und halt Innovationen, die genau darauf ausgerichtet sind, mitzumachen. Ja? Wie sehen Sie das? Schafft Regulierung Innovation? Achso, warte, wir geben den Ball wieder in den Covid. Entschuldigung, du zuerst. Ja, nur ganz kurz dazu. Also definitiv. Es entstehen ja nicht nur quasi neue, nehmen wir es jetzt mal neue Felder für Rechtsanwältinnen und so weiter, sondern ja auch in den Unternehmen selbst. Ja. Also in Amerika heißt dann immer dieses schöne Pivoting. Ja. Also wenn ein Geschäftsmodell nicht funktioniert, weil es wegen den Regulierungen zum Beispiel nicht funktioniert, heißt es ja nicht, dass das Team mit dem Produkt was anderes machen kann. Ja. Das heißt, auch aus den Unternehmen selbst werden da sicher verschiedene neue Geschichten entstehen, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Also man muss immer dazu sagen, wir stehen, also vor allem hier jetzt in Österreich, aber jetzt auch generell, stehen wir beim Thema künstliche Intelligenz eher am Anfang, würde ich sagen. Ja. Also nicht mehr so wie vor 3 Monaten oder 6 Monaten, aber die Schritte sind halt, die werden immer kürzer, es kommen immer mehr neue Sachen und auch neue Anwendungsfälle und Möglichkeiten. Das heißt, da wird sich in den nächsten Jahren so viel tun, ja. Und deswegen sage ich ja, das dann Richtung Bildungssystem, da müssen wir sehr, sehr bald sehr radikale Schritte machen. Weil sonst, wenn wir nicht nur Themen haben mit Regulierungen und uns werden vielleicht andere Kontinente überrollen mit ihren neuen Produkten, die sie bringen, sondern wir werden auch aus den Schulen, also wir werden dann auch Probleme haben, dass unsere Kinder, die jetzt in den Schulen sind, dann auch irgendwann noch nicht mehr kompetitiv sein werden. Und ich weiß, das hört man oft nicht so gern, ja, weil dann sagt man, nein, es ist eh alles okay und so. Nein, es ist nicht. Vor allem, wenn man in anderen Ländern viel unterwegs war und ist und das gesehen hat, wie das dort läuft, dann kann man jetzt sagen, das findet man jetzt gut oder findet man nicht gut. Das ist aber für diese Diskussion eigentlich irrelevant. Weil wenn wir heute aus der Schule rausgehen, ja, und die Leute kennen nicht coden, ja, zum Beispiel, oder sie haben das Verständnis von künstlicher Intelligenz überhaupt nicht, wie man es anwendet und so weiter, und auf der anderen Seite der Welt, ja, passiert das mit 6, 7, 8, 9 Jahren, dann viel Spaß beim Kampf um den Job am Arbeitsplatz. Ja. Und nur letzter Satz dazu, es muss auch ein bisschen so aus den Köpfen, glaube ich, raus. Wir zum Beispiel als Unternehmen, wir competen ja quasi ja nicht gegen andere österreichische Unternehmen oder andere europäische Unternehmen in Wahrheit, sondern aufgrund der globalisierten Welt sind unsere Konkurrenten jedes Unternehmen weltweit potenziell. Und das wird sich auch in der Fachkräftediskussion noch mehr zeigen, wie es jetzt ist. Und auch bei den Regulatoren, ich finde das immer witzig, aber einem sehr guten Freund bei der FMA erzählt mir das dann immer wieder einmal, wie das so läuft. Es werden auch Behörden irgendwann mal Probleme bekommen, ja? Weil sehr gute Leute, sehr gut ausgebildete Leute, die vielleicht auch noch ein sehr gutes technisches Verständnis haben, werden abgeworben werden. Da 100%, man hat das bei der Blockchain-Hype sehr stark gesehen, wo dann große Exchanges gekommen sind und die Leute mit Geld beworfen haben. Ja. Und die haben gesagt, ja okay, du verdiene halt das, kann auch 20 Wochen, aber dann wechsle ich halt nach Amerika. Und das wird auch, wir müssen schon auch schauen, dass wir die Expertise auch im Land dann haben, auch was die Behörden betrifft. Weil wer wird sonst diese ganzen Regulierungsgeschichten überprüfen, umsetzen und so weiter, wenn die Leute nicht da sind, weil sie abgeworfen worden sind. Also das würde noch schon auch dazu denken geben, dass das sicher ein Problem oder eine Herausforderung sein wird. Vielleicht 2 Sätze noch dazu. Ich glaube, das, was Sepp Hochreiter auch sehr, sehr stark in den Medien war, ist das Thema Funding, nicht? Also er konnte ja zunächst nicht einmal die Finanzierung für sein Projekt aufstellen. Ich glaube, das war eine der größten Schwierigkeiten.
zum Thema KI-Innovation. Ich glaube, es sind viele Unternehmer und Unternehmerinnen hier im Publikum. Denken Sie unternehmerisch. KI kann Ihnen helfen, Kosten zu senken und Effizienzen zu steigern. Das ist der eine Punkt. Und die Bilanz hat ja immer zwei Seiten. Auf der anderen Seite, oder die G&V, schauen Sie, weil der stärkere Hebel ist der Umsatzhebel. Wo Sie Ihre Produkte mit KI anreichern können, entweder neue Produkte, neue Dienstleistungen designen mit KI oder bestehende Produkte einfach um eine KI-Komponente ergänzen und so den Umsatzhebel einfach nutzen für sich als Unternehmen, weil dort liegt sehr, sehr viel Wertschöpfung und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele gute Ideen, wir können sehr, sehr kreativ sein in Europa und da wirklich auch extrem gute Lösungen entwickeln. Das noch zum Abschluss zu dem Thema. Ich möchte noch zwei Beispiele bringen, wo Regulierungen zur Innovation geführt hat, und zwar in unserem gesamten Gesundheitswesen bei der ELGA. Ja. Mhm. Da ist zuerst die Regulierung da gewesen, da hat man sich vorher eben Gedanken darüber gemacht, was so möglich sein, und dann ist die elektronische Akte entstanden und on top hat man darauf gesetzt, dann die Medikamenten und Verträglichkeiten in Verbindung mit der elektronischen Akte. Das ist ein Beispiel, wo man sagt, okay, da hat wirklich Regulierung und Gesetzesvorlagen zu Innovation geführt. Noch zwei Punkte von dir wollte ich noch reingehen. Das eine ist, dass der Bildungsgedanke, ja danke, das ist nämlich das, was diese Transformation insgesamt uns abverlangt. Ich möchte gar nicht nur auf die Bildung eingehen. Österreich hat jetzt der teuerste Bildungssystem mit am wenigsten Output und sehr viel frustrierten Menschen, was einfach furchtbar ist. Alle Versuche in Wien hier Modellregionen zu machen etc. sind ein bisschen eine Verbesserung, aber in Summe sind uns momentan die Hände gebunden, was einfach ein Drama ist. Ich glaube, um das Ganze nochmal auf eine höhere Ebene zu bringen, wir haben eine grundlegende Veränderung in der Transformation. Wurscht, ob jetzt der Politiker oder die Unternehmerin oder der Lehrer haben zukünftig eine andere Rolle einzunehmen. Nämlich eher zu begleiten, eher Mentoring zu machen, eher zu coachen. Das sind die Führungskräfte in Wahrheit, die unsere Gesellschaft heute braucht. Das sind die Führungskräfte, die unsere Kinder in den Schulen brauchen. Und dieser Perspektivenwechsel und das mit einem perfekten Werkzeugkoffer ausgestattet. Dort müssen wir hin, wo Lernen einfach wieder Neugierde weckt, wo es Spaß macht, wo sich dieses Mindset, dieses positive Mindset, was wir von Unternehmen brauchen, sich auch wieder weiterentwickeln kann. Es gibt also diese These, es gibt nur Wachsen oder Welken. Ich möchte, dass wir zu diesem Wachsen wieder hinkommen. Das war das eine. Und das zweite, oh ja, wichtig, essentiell. Auch das ist etwas, was wir immer wieder diskutieren. Wir haben einfach mit der Rotweiß-Rotkarte, dass wir zusätzlich ein zweites Problem haben. Das eine ist der Braindrain, der droht. Und das zweite ist, dass wir mit dieser Regulierungsmaßnahme die Situation haben, dass einfach ganz vielen Firmen mögliche Fachkräfte einfach also unmöglich gemacht wird, diese anzuwerben. Zuletzt wieder Kontakt mit einem sehr großen Player gehabt, der gemeint hat, dass er für seine IT-Abteilung, ich mache es jetzt kurz, eine Führungskraft für 150 Leute sucht seit 4 Jahren. Vor 2 Jahren hat er endlich einen gefunden, einen Ägypter, den kriegt er jetzt aber so ins Land nicht rein. Also ich mache es jetzt ganz kurz. Das ist noch eine zusätzliche Ebene, wo wir ein massives Problem haben, wo wir Lösungen brauchen. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall eine Lösung. Ich sage nur, Robert Spotcard, ich sage eben 35. Also die Leute würden ja sofort nach Wien kommen, weil wir wissen, es ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Aber es wird ihnen nicht ermöglicht. Da muss ich als Wiener Politiker kurz antworten. Die MA 35 haben wir uns vor über 1,5 Jahren hergenommen. Die ist bis zur Chefsache aufgeworden. Hier wird in den Change massiv investiert, sowohl Personal als auch Geld, um diese Probleme Schritt für Schritt in den Griff zu bekommen. Und ich erhoffe oder erwarte mir, dass wir auf der Bundesebene in der Frage der Rot-Weiß-Rot-Karte ein ähnliches Verständnis und ähnliche Weiterentwicklung zusammenbekommen. Ich hoffe, dass es in Wien schnell funktioniert. Gibt es noch Fragen? Da habe ich noch eine Frage. Bitte. Danke, Marco. Ich muss auch sagen, als Amerikaner, der seit 32 Jahren in Österreich lebt, das stimmt alles nicht. Ja. Also jeder redet von Innovation und so weiter und von Brain Drain, aber wir holen auch die Leute nicht nach Österreich. Es wird unmöglich gemacht, die Staatsbürgerschaft zu bekommen.
also ja. seit 1975 als Helsinki-Endakte. Und es gibt nur Ausschreibungen. Ja? Ich habe Glück, dass ich in Österreich verheiratet bin, dass ich hier bleiben darf. Mhm. Aber also mit dieser Plattitüden kann man nur machen. Ja, stimmt, leider braucht man nicht schönreden. Es ist genauso, wie es ist. Ich habe es auch im privaten Bereich, persönlich auch. Mein Mann ist auch schon seit seinem 11. Lebensjahr in Österreich und hat noch keine Staatsbürgerschaft. Mhm. Aber ja. Aber wir hoffen jetzt, dass das in Angriff genommen wird und es tut sich ja, wir merken es als Unternehmer und Unternehmerinnen natürlich auch immer sehr stark bei uns im Programm, dass das natürlich ein großes Thema ist mit der EMA35, Aufenthaltsgenehmigungen, Arbeitsgenehmigungen, die natürlich bei uns auch immer anrufen und da Marco will, glaube ich, jetzt auch was dazu sagen. Ja, ich kenne das Problem auch von einem großen Mobilfunkanbieter, der auch in England sehr aktiv ist und gerne jemanden eingestellt hätte, aber das Profil so angelegt wurde quasi, dass es nur diese Person hätte sein, das war der Vorwurf, nur diese Person hätte sein können, nur es gab hier keine Person, die dieses Anforderungsprofil erfüllt und deswegen gab es auch hier keine Notfallrotkarte. Aber ich kann trotzdem eines anmerken, es gibt eine Anlaufstelle für diese Notfallrotkarte seitens der Wirtschaftsagentur und man kann gerne, wenn man da Interesse hat, bitte macht es nicht selbstständig, lasst euch helfen über die Wirtschaftsagentur. Die Adresse und die Kontaktdaten kriegt ihr über unser Büro. Gerne. Gut, dann darf ich jetzt mich bedanken bei meinem Podium hier für das sehr spannende und informative Gespräch auch. Und darf ich bitten, wieder die Plätze zu tauschen, weil wir noch alle das nächste.